Noch ein Beispiel. Schreiben Sie ein Programm Umkehr, das zunächst eine Zahl von der Tastatur einliest und diese dann in umgekehrter Reihenfolge wieder ausgibt. Folgendes soll das Programm also leisten. Wenn ich es aufrufe, soll eine Zahl eingelesen werden, die der Benutzer eintippen kann. Wenn er beispielsweise eingibt 3567, soll das Programm als Ausgabe liefern die Zahl in umgekehrter Ziffernreihenfolge, nämlich 7653. Wenn der Benutzer als Zahl eingibt 1210, soll ausgegeben werden 1210, auch wieder die Ziffern in umgekehrter Reihenfolge. Wie sieht das Programm aus? Zunächst die Klasse Umkehr, dann die Main-Prozedur und hier stehen jetzt die Anweisungen. Zunächst wird Zahl ausgegeben und der Benutzer wird aufgefordert, eine Zahl einzugeben über die Tastatur. Und dann passiert hier in der Schleife Folgendes. Solange die Zahl größer ist als 0, wird berechnet Zahl modulo 10. Zahl modulo 10 liefert mir aber immer die letzte Ziffer der aktuellen Zahl. Das heißt, wenn ich 3567 durch 10 dividiere, erhalte ich 356 und Rest ist 7. Der Modulo-Operator liefert mir den Rest der Division. Das heißt, was hier ausgegeben wird, ist 7. Es erfolgt kein Zahlenvorschub. Ich benutze ja diesen Print-Befehl, nicht den Print-Elm-Befehl. Ja, und jetzt berechne ich Zahl gleich Zahl dividiert durch 10. Das heißt, als 3567 dividiert durch 10 ist 356. 356 ist aber immer noch größer als 0, also wird wieder der Rest der Division durch 10 berechnet und ausgegeben. Das ist dann die 6. Und anschließend wird die Zahl durch 10 dividiert. Das heißt, daraus ergibt sich 35. 35 ist immer noch größer als 0. Es wird der Rest ausgegeben, der Division durch 10, das heißt 5. Und es wird durch 10 dividiert, das heißt, die Zahl ist 3. 3 ist immer noch als größer als 0. Diese Berechnung ergibt 3. Wenn ich jetzt 3 durch 10 dividiere, ergibt das 0. Damit ist die Schleifenbedingung nicht mehr erfüllt, die Schleife beendet. Es erfolgt ein Zeilenvorschub und mein Programm ist beendet. Schauen wir uns das mal an. Hier das Programm, was Sie auch auf der Folie gesehen haben. Jetzt kompiliere ich. Und rufe auf. Gebe jetzt mal als Zahl ein, 3567. Und erhalte die Zahl in umgekehrter Reihenfolge auf dem Bildschirm, nämlich 7653. Und wenn ich aufrufe mit 1210, erhalte ich in umgekehrter Reihenfolge 0121.